So, hallo erstmal an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal Human Rights at First und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auf meinem Podcast-Account Human Rights First auf Anchor und Spotify. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, jemanden ganz Besonderen. Und zwar möchte ich euch die erfolgreiche Bloggerin Judith Peters vorstellen, die Unternehmern und Unternehmerinnen hilft, erfolgreich eine eigene Website zu erstellen und diese als Blog dann auch weiterzuführen. Das habe ich, glaube ich, richtig gesagt. Das ist richtig? Ja, alles gut. Super. Genau. Und damit eben dann auch die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen und sie für ihr jeweiliges Business dann zu begeistern. Genau. Was hat das Ganze nun mit meinem YouTube-Kanal zu tun? Da werde ich noch mal kurz drauf eingehen. Also mein YouTube-Kanal Human Rights at First beschäftigt sich ja mit der Situation von Menschen aus schwierigen Verhältnissen. Denen möchte ich ja helfen. Und ich möchte halt die Betroffenen dazu ermutigen, ihre Lebensgeschichten öffentlich zu machen, auch um ein gewisses Bewusstsein für Missstände in unserer Gesellschaft quasi zu schärfen und eine Verbesserung der Lebensumstände der Betroffenen zu erreichen. Und deswegen finde ich, passt das Thema Bloggen einfach hervorragend in diesen Kontext rein. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir heute auch mal was Positives und deswegen Interview mit einer ganz tollen Persönlichkeit, wie ich finde. Genau, und eine Möglichkeit halt, die eigene Lebensgeschichte ein bisschen publik zu machen und auch in die Öffentlichkeit zu bringen und auch da ein bisschen was einzufordern von der Gesellschaft, ist halt eine eigene Website bzw. ein eigener Blog, wo man seine Erlebnisse und Gedanken eben mit der Öffentlichkeit teilen kann. Genau, und Judith Peters ist halt heute hier bei uns zu Gast und die Judith Peters, die hat bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Kurse zum Thema Bloggen an. Ja, und darüber wollen wir uns heute mit der Judith ein bisschen unterhalten, wollen ihr Business ein bisschen vorstellen. Ich möchte euch aber auch ermuntern, wirklich mal zu gucken, ob das nicht was für euch ist, weil ich finde, die Judith ist sehr empathisch und ich glaube, wenn man aus schwierigen Verhältnissen kommt, ist das einfach auch eine tolle Sache, wenn man auf jemanden trifft, der eben nicht nur knallharter Unternehmer ist, sondern auch ein bisschen Menschlichkeit da reinbringt. Und insofern finde ich, passt das einfach ganz gut. Genau, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, ob es schwierig ist zu bloggen, wie die Anfänge so aussehen, wo man das lernen kann, nämlich zum Beispiel bei Judith, was es kostet, da würde ich auch gerne nochmal drauf kommen, weil das ist halt für diese Klientel, finde ich, für euch da draußen ist es einfach unheimlich wichtig, dass man den finanziellen Rahmen einschätzen kann und sich gleichzeitig aber auch nicht ermutigen lässt, denn wie gesagt, es gibt ja auch kostenlose Angebote. Genau. Jetzt eben deswegen nochmal ganz herzlich willkommen an Judith Peters hier bei uns und danke vor allen Dingen auch für deine Bereitschaft, dass du heute hier dich dazu bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu führen. Ja, gerne. Gerne. So, genau. Also ich würde nochmal gerne sagen, woher wir uns kennen. Also ich bin 2021 bei Rapid Blogflow dabei gewesen, dann beim Jahresrückblog, das fand ich auch ganz toll. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, was das war? Ja, das waren zwei kostenlose Challenges von mir, in denen ich einfach die Grundlagen des Bloggens lege, in denen ich einfach auch zeige, so kann man auch bloggen, also nicht mit so einer technischen Herangehensweise, sondern mit dieser Spaß-Herangehensweise und das Bloggen ist ein Abenteuer. Und das war eben Rapid Blogflow letztes Jahr im Sommer und Jahresrückblog, da schreiben wir unseren epischen Jahresrückblick immer jeden Dezember. Und genau, dann kennen wir uns ja schon von zwei Challenges. Das ist eigentlich total cool. Genau. Dann kennst du mich ja schon länger. Ja, doch, muss ich zugeben, ja. Und ich muss sagen, es hat mir immer sehr viel Freude bereitet und vor allen Dingen, ich finde es auch toll, du bist sehr engagiert dabei, die Leute auch aus der Ecke so ein bisschen rauszuholen und an die Öffentlichkeit zu holen. Gleichzeitig respektierst du es aber auch, wenn jemand sich doch zurückhält und man darf halt trotzdem wieder damit mit dabei sein. Und wenn man sich die großen Kurse nicht leisten kann, finde ich es aber unheimlich toll, deswegen an dich als Unternehmerin auch ein dickes Kompliment. Ich finde es halt unheimlich toll, dass du Leute trotzdem auch in deine kostenlosen Kurse lässt, von denen du vielleicht auch von vornherein weißt, naja, ne, die können vielleicht dann am Ende den großen Kurs nicht buchen, aber eben ich persönlich schätze das unheimlich. Also ich sage immer, Lernen ist auch etwas, sage ich mal so, da wertest du einen Menschen wirklich mit auf. Das heißt, du schenkst ihm etwas und du gibst ihm auch das Gefühl, etwas wert zu sein. Und
wenn man dann eben die Möglichkeit hat, an kostenlose Bildung ranzukommen und die gleichzeitig aber von Leuten gemacht wird, die also auch wirklich Businesskräfte, sage ich mal so, schulen und coachen, dann ist das, also für mich ist es eine besondere Ehre und ich freue mich und ich würde das auch gerne anderen nahelegen. Genau. Sehr so, cool. Genau. Ja, schön. Also finde ich auch toll, dass du das so ansprichst, weil mir ist ja schon klar, dass nicht jeder, der in eine Challenge kommt, dann auch später irgendeinen Kurs von mir bucht oder kauft. Ich möchte die Leute da auch nicht so einsortieren in wird kaufen oder wird nicht kaufen, sondern mein Ziel ist es ja, mit so einer Challenge wirklich viel Power da reinzubringen, viel Lebenskraft, Energie und einfach Spaß zu haben. Und je mehr dabei sind, umso größer ist auch der Spaßfaktor. Also insofern sind da einfach erstmal alle willkommen. Das finde ich ganz, ganz toll und das spürt man auch. Und das ist eben das Wichtige. Das finde ich toll. Ja, und dann eben, sage ich mal so, jetzt 2022 bei deinem neuesten Projekt Boom Boom Blog. Das läuft jetzt gerade, beziehungsweise ja, das startet am kommenden Montag. Und der Kurs ist kostenfrei erstmal und der geht 7 Tage. Und dabei geht es darum, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, wie man halt einen guten Blogartikel gestaltet und schreibt, hauptsächlich. Und, genau. Und am Ende dieser Challenge ist es halt, ich glaube, immer so, dass das, was du mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gemeinsam erarbeitet hast, dass dann jeder so seinen Text, den er erarbeitet hat, dann auch veröffentlicht und das alle zusammen zum gleichen Zeitpunkt. Das habe ich richtig zusammengefasst. Genau, genau, das ist ja. So der Spirit des Ganzen, dass man ja nicht immer nur so irgendwo im stillen Kämmerlein irgendwas schreibt, sondern dass man das wirklich rausbringt in die Welt, weil irgendwas vor uns hinschreiben oder in Word oder irgendwo, das kann ja jeder, aber die große Kunst ist ja, öffentlich zu werden mit unseren Themen und genau das machen wir. Also jeden Tag mache ich da so eine kurze Lektion, wie fügt man ein Bild ein oder wie legt man überhaupt einen Blogartikel an, wie kommt da ein Link rein und so weiter und so fort und am letzten Tag, zack, da wird veröffentlicht. Das ist der große Moment. Ich glaube, das ist auch der große Gewinn an der Sache, dass wenn man das zusammen erarbeitet, erstmal hat man immer eine Gruppe, auch auf Facebook hast du ja auch eine Gruppe dazu, du hast zu jedem Kurs, glaube ich, eine Gruppe, da kommen wir gleich noch drauf. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, einmal, dass man immer jemanden hat oder Leute hat, die man fragen kann in der Gruppe. Und zum Zweiten aber auch, dass man dann so ein bisschen auch einen kleinen Gruppenzwang hat, in Anführungsstrichen, der einen dann auch dazu bringt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier mitgearbeitet, jetzt habe ich mich immer geäußert, jetzt muss ich auch raus. Das ist nämlich mit diesem Interview, sage ich mal so, bei mir jetzt auch. Deswegen habe ich auch sofort zugeschlagen, als es die Möglichkeit gab, weil ich nämlich auch so eine kleine Nudel bin, die, sage ich mal so, viel ausprobiert und im Hintergrund viel macht, aber sich dann auch selten damit an die Öffentlichkeit traut. Und jetzt ist es natürlich so, wir kennen uns noch nicht so gut, ich dich schon, aber du mich nicht. Und du bist eine erfolgreiche Businessfrau, sag ich jetzt mal so. Da ist natürlich der Druck schon groß, dass man sagt, wenn man die Zeit von Leuten, die so, die mit Sicherheit nicht viel Zeit haben, dann auch in Anspruch nimmt, dass man sich auch irgendwie dann in der Verantwortung oder ich mich in der Verantwortung sehe, dann auch zu sagen, okay, du hast Judiths Zeit jetzt in Anspruch genommen, dann ist jetzt die Konsequenz auch, dass du was Gutes draus machst, dass du diese Chance nutzt und ihr auch zeigst, dass du es kannst oder dass du es willst und dass du es ernst nimmst, wenn sie dir ihre Zeit anbietet und dass man das dann auch veröffentlicht. Genau. Genau, das ist eine sehr gute Herangehensweise, weil, wie gesagt, nicht veröffentlichen kann ja jeder. Ja. Und es ist einfach wahnsinnig schade, wenn das, was wir uns so ausdenken oder wenn das, was uns so berührt oder beschäftigt, wenn das nicht hinauskommt, weil davon hat ja keiner was. Richtig. Wenn das nur in unserem Kopf bleibt. Das ist halt einfach dann schade. Richtig, das finde ich auch so, empfinde ich ganz genauso. Jetzt ist es aber so, du hast halt ab Montag diese 7-Tage-Challenge auch vorbereitet für uns. Du hast aber noch jetzt die Woche vorher diesen zusätzlichen Pre-Boom. Das ist, fängt jetzt eine Woche vorher an. Ich glaube, das ist auch so eine kleine, ich sag mal so eine kleine Extravaganz von dir. Das hast du nicht, machst du nicht zum ersten Mal. Das ist sozusagen eine Vorbereitungswoche auf den eigentlichen Kurs. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist halt für alle, die wirklich noch ganz am Anfang stehen, die vielleicht noch keine Ahnung haben, wie Instagram funktioniert. Und damit wir halt dann die Fortgeschrittenen mit diesen Anfängerthemen nicht so quasi so vielleicht
ja, denen irgendwas erzählen, was sie eh schon wissen, habe ich das so rausgezogen aus dem eigentlichen, aus der eigentlichen Challenge und mache dann eben so diese Anfängereinhalte und dann ab Montag geht es dann quasi für alle los. Also ob man der Anfänger ist oder fortgeschrittene Bloggerin, ab da ist es dann quasi für alle interessant und relevant. Das finde ich sehr gut. Also das finde ich richtig klasse, dass du da wirklich alle mitnimmst. Auch aus diesem Grund absolut empfehlenswert, vielleicht mal auf deine Seite zu gehen oder sich zu informieren, sage ich mal so. Auf Facebook, glaube ich, schaltest du auch Werbung. Ist das richtig? Ja, zurzeit, genau. Ja. Also halt immer, wenn wir irgendwie eine Challenge haben oder irgendeine Aktion, dann schalte ich da Werbung. Wenn man auf, das heißt also über Facebook, wenn man deine, ich weiß nicht, hast du auch eine Seite auf Facebook? Ja. Genau, die Wenn man die abonniert, dann kriegt man auch über aktuelle, auch kostenlose Angebote, kriegt man Informationen. Ist das richtig? Genau, also natürlich am besten ist es, wenn man in den Newsletter kommt, da kann man gar nichts verpassen, weil bei Facebook habe ich das Gefühl, da guckt man, da blinzelt man einmal, hat man schon 15 Sachen verpasst. Also deswegen, bei uns wird hier gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, da trommelt jemand. Also genau, also im Newsletter kann man nichts verpassen. Ja, super. Dankeschön erstmal dafür. So, und dann genau, also quasi, du hast quasi das Ganze so aufgebaut, dass du sagst, du hast diesen Pre-Boom, wo du alle, die wirklich mit Social Media auch wenig Erfahrung haben und so weiter, abholst und auf den Kurs vorbereitest. Dann kommt der Boom-Boom-Blog. Das ist die 7 Tage, das ist ein kostenloser Kurs, der ist 7 Tage lang. Nennst du auch 7-Tage-Challenge. Und dann kommt eigentlich der Hauptkurs, das ist die Content Society, ist das richtig? Soll die darauf umgehen? Also bevor es zu Content Society kommt, das ist ja ein Einjahresprogramm, mache ich mit den Leuten erstmal einen Einführungskurs, so 8 Wochen Einsteiger-Blogkurs, in dem wir die Grundlagen legen. Und erst danach können die Leute in der Content Society einsteigen, dann sind sie quasi bereit und sind sie quasi vorbereitet aufs große Bloggerleben. Aber da kommt eben, wie gesagt, dieser 8-Wochen-Kurs. Ja, super. Das ist doch, ach so, da kommt noch ein 8-Wochen-Kurs davor und dann kommt die Content Society. Genau. Der 8-Wochen-Kurs, der kostet aber was, ne? Der kostet natürlich etwas. Genau. Und da geben wir auch Support. Genau, du bietest ja, sage ich mal so, bei The Content Society, wenn man da rein will, bietest du ja auch Ratenzahlung an. Für diesen 8-Wochen-Kurs, gibt es da auch eine Ratenzahlung? Ja, das haben wir, also wir wissen noch nicht genau alles. Wir haben das noch nicht alles ganz, ganz festgezurrt, aber es wird höchstwahrscheinlich auch wieder eine Ratenzahlung geben. Ja, das ist super. Also darf ich die Kursgebühr für The Content Society, darf ich die mal nennen, vielleicht die Raten? Darf ich das mal nennen? Ich weiß es nicht auswendig, aber wenn du es gerade zur Hand hast. Ja, ich habe es zur Hand. Ich habe es mir rausgeschrieben. Also wenn ihr in Raten zahlen wollt, weil ihr ein kleines Budget habt, dann bietet Judith die Möglichkeit, glaube ich, Judith und ihr Team, 12-mal monatlich 249 Euro plus Mehrwertsteuer steht da jetzt drin. Ich sage das mal so. Das ist natürlich immer noch recht viel. Aber wie gesagt, es gibt ja auch die kostenlosen Vorkurse, sage ich mal so, wo man dann richtig reinschnuppern kann. Und ich habe bewusst das jetzt auch mit der Ratenzahlung erwähnt, weil eben, wie gesagt, wenn man ein kleines Budget hat und wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt, ist es nun mal so, dass ihr eben auch da draußen seht, sage ich mal so, es geht halt auch mit einem kleinen Budget, es gibt Möglichkeiten. Und da möchte ich mich bei dir auch nochmal im Namen aller bedanken, sage ich mal so, die darauf angewiesen sind. Sehr cool, ja, danke. Genau, jetzt haben wir, ich sag mal so, meine Zuschauer und Zuschauerinnen wissen vielleicht noch nicht so viel über dich. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen und gerne auch dein Unternehmen, das heißt ja Sympatexter, das ist richtig, ne? Das ist dein Hauptunternehmen. Genau, dass du das nochmal kurz vorstellst und vielleicht auch nochmal, vielleicht auch nochmal herausarbeitest, was für eine Dienstleistung du genau anbietest, dass wir da nochmal ein richtig gutes Bild kriegen. Also ich blogge schon seit 2005, also am 1. August 2005 habe ich meinen ersten Blogartikel veröffentlicht. Damals war ich noch Studentin und ich habe damals nicht gewusst, dass es mal irgendwann zu einem Business werden würde. Aber jetzt ungefähr 17 Jahre später ist es mein Business, also das Bloggen und das Leuten beizubringen. Und ich habe nach dem Studium erstmal als Werbetexterin gearbeitet, erstmal festangestellt. Das lag mir nicht so, dann habe ich mich 2009 selbstständig gemacht und habe dann viele Jahre in Stuttgart und Umgebung für Werbeagenturen gearbeitet und für mittelständische Unternehmen und für alle möglichen, auch irgendwelche Selbstständigen, die sich irgendwie eine Webseite aufbauen wollten. Habe da erstmal alles Mögliche gemacht und habe dann 2018 beschlossen, okay, ich brauche jetzt eine neue Perspektive, weil mit 3 Kindern in Agenturen zu arbeiten, das war eher schwierig, also auch als Freelancer, weil die haben halt irgendwie
keine Ahnung, um 10 angefangen zu arbeiten. Und ich musste aber schon früh wieder zurück, weil mein Kindergarten hat um 14.30 Uhr geschlossen, wo die Kinder halt drin waren. Das war alles ein bisschen blöd. Und ich wusste, okay, so kann das nicht ewig weiterlaufen. Und dann bin ich eben in dieses Online-Business-Abenteuer gesprungen und habe dann eben so seit, ich glaube, wirklich 2018 habe ich meinen ersten Blogkurs angeboten. Und dann hat sich das so entwickelt. Und seit letztem Jahr, also seit 2021, habe ich The Content Society, eben dieses Ein-Jahr-Blog-Programm, in dem man quasi einsteigen kann. Und dann bauen wir halt wirklich das ganze Online-Business auf mit dem Blog als Kern. Also gibt ja immer viele, die sagen, ja, bau dein Online-Business auf, mach dies, mach jenes. Und ich sage halt so, okay, was ist so der einfachste oder was ist so der erfolgversprechendste Weg? Und meiner Meinung nach ist es, indem wir unseren Blog starten, da unterstütze ich die Leute dabei. Und dann kommt als nächstes der Newsletter, auch das machen wir. Und Ausbau der Social-Media-Präsenzen und Suchmaschinenoptimierung und alles Mögliche. Und das ist eben alles mit dabei in der Content Society, weil wenn wir bloggen, ist das wie so ein siamesischer Zwilling mit dem Newsletter und mit der Webseite. Das hängt alles so miteinander zusammen. Deswegen ist da auch alles mit drin. Und genau das biete ich an. Das mache ich. Bei mir dreht sich wirklich alles ums Bloggen in meinem Business. Und das ist eben nicht nur so mein Business, es ist wirklich auch meine Leidenschaft. Also es ist ja ein Hobbyprojekt gewesen, als ich damit angefangen habe. Und es ist immer noch mein Hobby. Also es ist immer noch meine Leidenschaft und immer noch etwas, das ich liebe. Und das ist auch etwas, das ich so mitgeben möchte, dass eben Bloggen oder Business nicht so dieses, oh, ich muss schon wieder was schreiben und oh, ich muss eine Keyword-Recherche machen, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf, sondern es kann auch ganz anders sein. Es kann eben so spaßgetrieben sein, es kann cool sein, es kann einfach etwas sein, auf das man sich morgens freut und das nicht so ein lästiges To-Do auf der Liste ist. Ja, danke. Und das möchte ich eigentlich auch meinen Zuschauern und Zuschauerinnen nahelegen. Ich sage mal so, nutzt einfach die Chance, von den Profis zu lernen, auch wenn es für euch, sage ich mal so, erstmal privat ist. Und ich sage mal so, ich habe mal eine gute Bekannte gehabt, die hat mir gesagt, ich bin zum Gymnasium gegangen, habe es leider nicht geschafft, aber trotzdem. Die hat gesagt, Silke, wenn du in die Oberstufe kommst, dann mach eins, dann wähle deine Hauptfächer und deine Schwerpunktfächer. Wähle sie nach Interessen und bloß nicht danach, was du mal werden willst, was du brauchst oder sonstiges, sondern wähle sie nach Spaß, Fun, Interessen. Und alles andere, deine berufliche Laufbahn, die baut dann irgendwann darauf auf. Das kommt auf dich zu, das ergibt sich dann. Und ich glaube, das ist ein bisschen bei dir auch so gewesen. Du hast dieses Hobby halt gehabt, Bloggen, und daraus hat sich dann was Berufliches ergeben. Und ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für alle, die uns da draußen jetzt zuhören. Ich sage immer, auch Hartz-IV-Empfängern gebe ich immer den Tipp, macht das, was euch Freude macht. Macht das. Und werdet aktiv und sitzt nicht einfach zu Hause rum, sondern werdet aktiv, macht das, was euch Freude macht. Und je mehr ihr macht und je mehr ihr lernt und je mehr Wissen ihr euch aneignet oder eure Personality, also eure Persönlichkeit weiterentwickelt, das, wozu ihr Lust habt, desto eher ergeben sich auch Kontakte und dann vielleicht auch Arbeitsangebote oder Möglichkeiten, sage ich mal so, das auch jobmäßig zu verwerten. Genau. Ja. Du bietest Bloggen hauptsächlich für Unternehmer und Selbstständige an, zumindest die kostenpflichtigen Kurse, denke ich, hauptsächlich. Genau. Aber genau. Meine Frage ist jetzt, können deine Kurse auch von Leuten besucht werden, die das Ganze als Hobby betreiben? Jetzt mal ganz einfach nochmal so in den Raum gefragt. Ja, ich habe auch Leute, die das als Hobby betreiben, aber ich richte mich schon an Leute, die vielleicht ein Hobby haben, aber die schon damit spielen, mit dem Gedanken spielen, okay, ich möchte mich irgendwann damit selbstständig machen. Also das sollte schon eine Idee schon sein, schon eine Option sein, weil jetzt so für reine Hobbyblogger ist dann vielleicht auch mein Blogkurs schon wirklich zu sehr auf Business ausgerichtet, weil es geht dann letztendlich wirklich darum, dass ich dann die Leute dazu befähige, mit ihrem Blog wirklich Umsatz zu machen. Also erstmal Sichtbarkeit aufbauen, sich auch zu trauen, ein Angebot in die Welt zu setzen. Auch das ist etwas, vor dem viele Angst haben, weil es könnte ja jemand nicht buchen oder könnten ja die Leute zu teuer finden oder. Und das ist eben so mein Fokus. Also es geht hier nicht ums reine Lifestyle-Bloggen oder nicht ums reine, ich weiß nicht, einfach nur übers Hobby-Bloggen, sondern wirklich so mit dem Hintergedanken, irgendwann möchte ich daraus mal ein Business machen. Ja, wobei ja im Prinzip, wenn die Leute das bezahlen können, nichts dagegen spricht, sage ich mal so. Und ich sage immer, seid flexibel, sage ich mal so, stellt euch da nicht zurück, seid nicht schüchtern, sondern geht in diese Kurse rein, lernt was dazu. Und ich persönlich nutze es bis jetzt auch nur privat, stecke auch in den Kinderschuhen und in den Anfängen. Ich habe jetzt letztlich auch einen Kurs gemacht, das war einfach nur mal so eine Idee.
Da ging es, das war auch für Unternehmer und Unternehmerinnen, da ging es darum, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Also ich sage mal so, ich habe dann auch bis jetzt noch nichts veröffentlicht, aber das, was ich da gelernt habe, hat mich weitergebracht. Und wenn man es schafft irgendwie, man muss ja nicht, die Inhalte werden vielleicht etwas anders sein, die Schwerpunkte sind auch anders. Aber ihr seht ja, Judith ist sehr human, sie ist menschlich, sie ist mitfühlend, sie versteht das. Und wie gesagt, wenn ihr den Kurs bezahlen könnt, dann sage ich mal so, könnt ihr trotzdem was draus mitnehmen und ihr könnt auch die Funktionsweisen lernen und ihr könnt lernen, wie man einen Blog aufsetzt, was ihr nachher in eurem Blog dann schreibt und verbloggt und an Inhalten da schreibt. Das bleibt euch ja überlassen, das nimmt euch ja keiner weg. Insofern, es lohnt sich immer, es lohnt sich immer. Und wenn man nur die Basics kennenlernt, sage ich mal so, und bei mir war es auch so, ich habe mal einen PC-Kurs gemacht, der war ziemlich umfassend und ich hatte von PCs noch überhaupt, also von Windows, Word, überhaupt keine Ahnung, auch von Internetrecherche, nichts, gar nichts. Und habe da mitgemacht und irgendwann bin ich auch gedanklich ausgestiegen, weil es einfach zu viel war. Aber ich habe so viel aus diesem Kurs mitgenommen und das hat mich so weitergebracht und gelernt. Und ich habe gelernt und ich bin auch jemand, man bleibt halt dran, sage ich mal so. Und dann lernt man an anderer Stelle noch was und irgendwann passt das zusammen wie Puzzleteile. Und dann, sage ich mal so, hat man es. Und ich bin auch jemand, zum Beispiel im Baumarkt, da gab es immer bei mir, wo ich mal ehemals gearbeitet habe, da gab es Workshops für Frauen, da konntest du Bohrmaschinen ausprobieren. Ich habe mich immer hinten angestellt. Ich habe das 10-mal, die waren auch kostenlos, ich habe das 10-mal gemacht. Und beim 11. Mal war ich richtig, habe ich hinten gestanden und habe gedacht, wenn der Typ mich jetzt nicht dran nimmt und mich nicht auch mal ausprobieren lässt, dann werde ich sauer. Das heißt, da hat sich das irgendwann, ich sage immer so, also ich bin ein sehr schüchterner Mensch und ich habe auch, sage ich mal so, auf Demos schon jetzt mittlerweile das Mikrofon mal in die Hand genommen und habe da was gesprochen, das hätte ich vor Jahren nie gemacht. Also ich sage immer, das Thema muss stimmen, das muss dir wirklich am Herzen liegen, dann ist so ein innerlicher Antrieb da. Und das Zweite ist halt auch, was ich finde, ist, es ist halt, ich mache das immer so, ich setze mich hin, ich gucke mir das an und setze mich in die hinterste Ecke. Und das gucke ich mir einmal an, das gucke ich mir zweimal an, das gucke ich mir dreimal an, das gucke ich mir viermal an. Und irgendwann hast du Ideen im Kopf und irgendwann machst du es. Also ich lasse mir da, ich mache das ganz entspannt, mache da so oft mit, bis ich irgendwann aus mir rauskomme und das funktioniert, das hat sich bewährt. Genau, deswegen. Genau, dann hatten wir das, genau. Also es spricht nichts dagegen, wenn die Leute den Kurs bezahlen können, können sie gerne auch bei dir teilnehmen, wenn sie das eben privat verwerten wollen, das Wissen. Das habe ich. Genau. Nur es ist eben, genau. Und kannst du noch mal was dazu sagen, warum persönlich du dich dafür entschieden hast, das für Unternehmer zu machen? Einfach von den Inhalten, wegen der Inhalte, die du vermitteln möchtest? Oder gibt es da irgendwie noch ein persönliches Anliegen? Nee. Oder weil du jetzt selber... Weil es ist auch einfach mein eigener Weg. Also ich nutze meinen Blog ja auch als Unternehmerin und das liegt mir dann einfach viel näher, als den Blog für irgendeine andere Zielgruppe zu erklären. Also ich habe halt einfach gemerkt, ich habe meinen Blog 2005 aufgesetzt und erst 2009 war ich selbstständig. Und dadurch, dass ich das schon so früh hatte, vor meiner Selbstständigkeit, habe ich keine Akquise machen müssen. Die Kunden kamen einfach auf mich zu. Und das war so eine Luxussituation und das kam eben auch, weil ich den Blog hatte. Und dann habe ich eben gelernt, okay, wie kann ich den Blog dann nutzen für mich? Okay, was muss ich irgendwie, wie muss ich das aufsetzen? Dann klar, dass ich auch sowas wie Arbeitsbeispiele zeige und irgendwie mit der Welt teile, dass dann die Leute das cool finden können und mich dann buchen können. So all das, all dieses ganze Wissen ist natürlich jetzt vor allem auf Leute zugeschneidert, die so sind, wie ich mal war. Also ich war eine Freelancerin, ich war eine Selbstständige und heute bin ich Unternehmerin, aber ich kann Selbstständigen zeigen, wie sie mit ihrem Blog sichtbar werden und dann halt auch wirklich Kundenanfragen bekommen, weil die halten es immer für so ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, dann blogge ich da und dann kommt jemand auf mich zu, wie soll denn das funktionieren? Aber es funktioniert ja genauso. Also wir sagen der Welt, es gibt uns und das kannst du von mir kaufen und indem wir der Welt sagen, das gibt es uns, müssen da halt ein paar Augen auf die Webseite und dann wird früher oder später irgendjemand dabei sein, der Interesse hat. Ja. So, es ist quasi wie so ein mathematisches Gesetz, also dass von x Augen halt y% Interesse haben. Und da gilt es einfach dann, die Webseite zu füllen. Und gerade für Selbstständige und Unternehmer ist halt der Blog wirklich das Allercoolste, bin ich der Meinung. Und gerade wenn du jetzt auch sagst, okay, für Leute, die das privat irgendwie nutzen wollen, ja klar, privat, aber
Ich kenne auch so viele, die haben privat angefangen zu bloggen und dann wurde irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, wurde das ein Business. Also bei mir, klar, dreht sich es ums Bloggen, weil ich mache halt Blogkurse, aber ich kenne auch Leute, die bloggen über Themen, die nichts mit dem Bloggen zu tun haben, sondern die bloggen dann eben über Mode oder über, ich weiß nicht, persönliche Weiterentwicklung. Und dann hat sich das so entwickelt und jetzt sind sie halt zum Beispiel Coach für persönliche Weiterentwicklung. Aber der Blog war halt oft zuerst da und es ist eine total coole Reihenfolge, das so zu machen als Selbstständiger. Da ist mir auch was Schönes aufgefallen, was ich gerne nochmal hervorheben möchte. Du hattest ja gesagt, du hattest auch ein bisschen Glück am Anfang, dass du schnell Kunden generieren konntest. Und ich glaube, da wird wieder was ganz Interessantes deutlich, was ich auch immer gerne betone. Wenn man selber positive Erfahrungen im Leben gemacht hat, das kann durch Menschen sein, das kann aber auch so sein, das gibt man weiter. Also der Mensch gibt eigentlich auch das weiter, was man selber im Leben erfahren hat, im Positiven wie im Negativen. Und das hast du sehr schön im Prinzip plastisch auch richtig schön mal dargestellt, so vielleicht auch ganz unbewusst. Aber dass es eben auch wichtig ist, dass wir Menschen miteinander, sage ich mal so wirklich... Moment, jetzt kommt der Kleine reingeplatzt. Typisches Wochenendphänomen. Spazi, damit gehst du mal bitte ins Schlafzimmer. Ich komme dann gleich, okay? Gut. Ja, so ist das Leben an einem Wochenende, wenn die Kinder keinen Kindergarten haben. Genau. So, tut mir leid, ich habe jetzt die letzten zwei Sätze nicht gehört. Alles gut. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich sehe hier oben die Zeit und Zoom macht das ja jetzt neuerdings so, wenn man in einem Interview ist oder wenn man in einem Meeting ist. Wir haben ja hier die Meeting-Funktion genutzt, dass Zoom dann nach, ich glaube, 40 Minuten das Ganze cuttet. Das heißt, also wir müssen auch ein bisschen gucken, aber was ist das denn? In 10 Minuten? Ach, du musst jetzt kurz raus. Ja. In 10 Minuten, okay. Ja. Gut, dann genau. In 10 Minuten, okay. Zoom hat mir gerade angezeigt. 10 Minuten haben wir noch. Also was ich halt noch sagen wollte, ist, dass es halt sehr schön plastisch auch jetzt mal dargestellt worden ist oder so ein schönes Beispiel dafür ist, also dass, wie wichtig das ist, dass wir Menschen miteinander respektvoll und umgehen und uns auch vielleicht gegenseitig mal helfen, weil das, was man selber an Positivem erlebt, man gibt das auch an andere weiter. Das heißt, es ist ein Schneeballprinzip, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und genau, ja. Dann lassen wir die nächste Frage jetzt mal weg. Seit wann du bloggst, hast du uns ja schon erzählt. Das ist ja schon eine ganze Weile. Eine Sache wollte ich noch mal ansprechen. Du hast momentan, glaube ich, drei Kurse. Wie viele Kurse hast du momentan am Laufen? Also ich habe momentan nur meinen Hauptkurs am Laufen. Das ist der Content Society, das Jahresblogprogramm. Ja, also ich meinte jetzt kostenlose und Achso, kostenlos habe ich immer nur eins. Also jetzt ist nur kostenlos Boom Boom Blog. Gut, aber du hast Boom Boom Blog, du hast den Pre-Boom hast du. Das gehört alles, das ist alles eins. Ja, aber trotzdem sind 2 Wochen, sage ich mal so, Arbeit, 2 Wochen Vorbereitung und deine Kurse sind auch ziemlich umfangreich. Das heißt also, du steckst da, das kann ich als Teilnehmerin wirklich nur bestätigen, du steckst da wirklich auch Energie und Planung und Vorbereitung rein und dann hast du noch 3 Kinder. Das heißt also, normal stelle ich diese Frage nicht, weil ich immer auf der Seite der Kinder bin, sage ich mal so. Aber ich komme einfach nicht drum rum. Eine Frage, die sich mir jetzt doch aufgedrängt hat. Du bist wirklich aus meiner Sicht wirklich eine Powerfrau mit vielen Projekten. Und du hast auch, das habe ich mir hier mal festgepinnt, du hast die Simpatexter Academy. Ne? Da bietest du Kurse hatte an. Ich. Mhm. Okay. Dann hast du eine eigene Website, also mit Blog, den du regelmäßig auch mit Texten füllen musst. Genau. Und dann hast du eben diesen Jahreskurs, dieses Jahresprogramm The Content Society. Und dann machst du jetzt halt noch dieses kostenlose Projekt. Genau. Das heißt also, dann noch 3 Kinder. Ich denke, da hast du viel um die Ohren. Und meine Frage ist jetzt, wie bringst du das unter einen Hut? Und um das ein bisschen jetzt abzukürzen, dass Zoom uns hier nicht rausschmeißt, mich würde da mal ganz speziell eine Frage interessieren, und zwar als dreifache Mutter. Also mein Kanal, mein YouTube-Kanal, der beschäftigt sich ja mit auch mit Kinderschutz. Und meine Frage dazu ist, kann es sein, dass es oder dass du das auch deswegen so gut unter einen Hut bringst, weil du ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern hast? Das heißt, weil da ein Vertrauensverhältnis ist
Und du, wenn du, ich sag mal so, wenn es drauf ankommt, in 5 Minuten, oh je. Wenn es drauf ankommt, sage ich mal so, du dich darauf verlassen kannst, dass es in der Familie dann auch läuft, wenn du zum Beispiel irgendwie doch mal darauf angewiesen bist, dass du irgendwie darum bittest, dass jemand eine Arbeit abnimmt oder so. Hat das da, und Also hat das auch was damit zu der tun? wichtigste Grund, dass ich das alles unter einen Hut kriege, ist, dass ich und mein Mann zusammenarbeiten. Das machen wir seit 2018, als mein erster Angestellter in mein Business gekommen ist. Also ich war ja damals selbstständig, er war angestellt und dann haben wir beschlossen, er kündigt und kommt zu mir in mein Business. So. Und klar, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder wenn wir mit den Kindern irgendwo sind, kommen immer wieder Leute, die dann sagen, oh, ihr geht so, so schön mit den Kindern um oder ist so ein harmonisches Verhältnis. Also ich glaube, da ist ganz viel mit dabei, dass das ermöglicht, dass ich so arbeiten kann, wie ich es tue. Zum Beispiel habe ich auch immer noch Eltern, die auf meine Kinder aufpassen. Also obwohl meine Eltern jetzt schon wirklich krass auf die 80 zugehen. Also ich habe so viel wirklich Glück gehabt im Leben, so mit meinen Eltern, dass die noch gesund sind, dass die noch da sind für mich, mit meinen Kindern und mit meinem Mann, der eben auch so gut passt, dass wir auch beruflich miteinander arbeiten können. Und ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst, dass es nicht für jeden so passt in seinem Leben. Aber ich hatte eben dieses große Glück und dann habe ich auch zugegriffen und gesagt, so, wir nutzen jetzt die Chance und machen jetzt ein Business gemeinsam. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe noch zwei, drei Fragen, nicht mehr viel. Aber Zoom schmeißt uns gleich raus. Ich würde jetzt ganz gerne vielleicht auch für die Zuschauer draußen und Zuhörer und Zuhörerinnen die Aufnahme kurz unterbrechen. Wir warten, bis Zoom uns rausschmeißt. Und wenn du dann noch mal den Link anklicken würdest, den oder ich erstelle einen neuen Ja, Link und dann machen wir Teil 2 des Interviews, wenn sehr das für gut. dich okay ist. Na klar. Okay, dann verabschiede ich mich soweit jetzt erstmal von den Zuhörern und Zuschauern und wir setzen dann eben noch mal ein Teil 2 auf. Genau, dann gucken wir mal, wo können wir das hier stoppen?